Gut, Gerüchte I'm verteilen. Captain Bosch von Ronzenberg of Dalmasca. Hä, die haben mich nicht gehört? Don't listen to Andor's lies. Eine Person hat mich gehört, okay. I'm Captain Bosch. Na, das ist gar nicht mehr so einfach. Da ist ein Haufen Leute. I'm Captain Bosch. Ihr auch? Bosch von Ronzenberg. Wann wurde ignoriert? Soll es einen Ort wechseln? Ich kann mich entsinnen, dass es echt nervtötend war, weil man immer das, immer das Gleiche sagt. Oh, drei Personen. Er auch? I'm the Bosch von Ronzenberg. Okay, schon 28%. Ja, eine Person, okay. Wo finde ich denn viele Personen auf einem Haufen? Don't listen to Andor's lies. Wann wurde ignoriert? Okay. Bosch lives. Die wollen nichts mit mir zu tun haben. Gehen wir mal zum Hafen, da waren mehr Leute. Don't listen to Andor's lies. Bosch lives. Eine Person? Alles klar, Gerüchte kennen wir schon. Oh Mann, okay, alles klar, ich verstehe. Wir müssen aufpassen, dass die Wachen uns nicht sehen. Das ist ja echt mies. So, hey, du da. Bosch lives. Yeah, zwei Personen. I'm the Bosch von Ronzenberg. I'm Captain Bosch von Ronzenberg of Dalmasca. Eine Person? I'm Captain Bosch. Oh, da ist wieder so ein Typ, auf den muss ich aufpassen. I'm the Bosch von Ronzenberg. Was für eine mega dumme Quest. Aber wir scheinen die richtige Person getroffen zu haben. Das sind alles Wachen. Was ist mit euch? I'm the Bosch von Ronzenberg. Du vielleicht? Bei denen ist es wichtig zu Fremdenführer. Der Hauptmann lebt, wieso sprach der Markus und bla bla bla. Okay, alles klar, wir müssen aufpassen, dass wir die richtigen Personen treffen. Hier, was mit euch? Captain Bosch von Ronzenberg of Dalmasca. Da, der. Super. Bosch lives. Eine Person noch. Hauptmann Bosch von Ronzenberg, bla bla bla. Okay. Was mit dir? Du vielleicht? I'm Captain Bosch. Na, wann wurde ignoriert? I'm the Bosch von Ronzenberg. Okay, wir haben es geschafft. Wahnsinn. Hey Kleiner, wir würden dich kurz sprechen. Mal gucken, was jetzt passiert. This is the one, Havaro. Says he's Captain Bosch, he does. You would sooner pass for the king. I knew he were no captain. That was a mean trick to be playing. If a trickery it ended, it would end well enough. But why this boy? And why Captain Ronzenberg? An explanation is due, and I will hear it. The Empire's hounds grow passing bold indeed. A shame if they learnt the Marquis trafficked with the likes of you. Agents masquerading as guides, a hideout at the back of a tavern? Not exactly earning high marks for originality, are we? Now you've done it! So Bosch von Ronzenberg does yet live.
Okay, da wurden wir erkannt. So Vaughn really is all right. I didn't think I'd ever get to see him again. You will join him soon. And until then, I shall see that you are kept from harm. Thank Aber danach, you. Ja. I am troubled. The Rabanaster Imperial Guard appear to have overstepped their bounds. I intend to speak on this with the Consul. What? Vane Solidor, the Consul, is my brother. The first duty of the Consul is to maintain order in Dalmasca. My brother is not one given to failure. Perhaps things aren't going as well as they might be, but give him a little time and he will put things to rights. Be not troubled. My brother is a remarkable man. He frightens me. Why? I'm sorry. He is your brother. It's just, you don't understand how much we lost to the war. My friends, my parents. So you fear the Empire? Listen to me. The men of my family, we are taught to place the needs of others before those of our own. I will see that you are kept from harm. It is my duty to House Solidor. But how? How can I trust you? Because I give you my word. My brother would do no less. Okay. I knew there must be more to it, but to find you at the end of this tale? Ah, to see the Marquis's face when he learns of it. I should like nothing more. I would meet him and see for myself. How say you, my lord? There is little to be said. I shall arrange a meeting with the Marquis. We shall expect you at the estate. Und da sind wir auch schon wieder draußen. So, wo müssen wir hin? Okay, dahin. Aber wo sind wir jetzt aktuell? Noch irgendwo drin? So viele Leute, geht weg, geh weg. Geh weg da. Ein Questbrett. Ah, Nitik. Offen. Okay. Getaucht in den Minen. Okay, die Förderbände stehen still. Macht dem Wurm den Chaos. Ja. Mutige Kopfgeldjäger können am folgenden Ort genauere Informationen über den Mob einholen. Okay, also kurz vor der Mine. Sehr gut. Aber ich möchte wieder raus. Die Tür hier? Ach, alles klar, hier sind wir. Okay. Bevor wir eben dahin gehen, werde ich mir das da eben kurz annehmen. Zu den Lusuminen. Du? Ne, muss da wahrscheinlich sein. Der hier. Hast du wieder einen Blick auf den Anschlag dafür geworfen? Klar, du bist wegen dem Steckbrief hier, stimmt's? Was ist es? Erledigst du den Nitik für mich? Mein Bauch speckt deines Vaters, okay. Puh, das fällt mir aber ein Magnet vom Herzen. Also pass auf, trotz der Monster könntest du magische Barrieren in den Minen bislang gefördert werden. Doch die Barrieren sind jetzt durchbrochen. Vielmehr, irgend so ein Depp hat's zerstört und wir Minenwächter haben den Salat. Nitik ist eine Riesenschlange, die bisher tief in den Stollen haust, hat sie in den vorderen Minenbereich gewagt. Die ist eine Nummer zu groß für uns, da brauchen wir unbedingt Hilfe. Nitik soll sich an der Weggabelung direkt am Anfang des Stollen befinden. Mein Magen und ich zählen auf dich. Okay, Jagd auf den Nitik.
Ich kann mir gut vorstellen, dass das voll schief geht, deswegen einmal kurz hier, zack. Speichern wir hier einfach drauf. Und gucken, dass wir den Nitik den Gar ausmachen. So, die Kampfmitglieder sind bald hier dran und Dings. Basch. Belassen wir es mal eben dabei so. Und ich renne die Lusuminen am Anfang die ganze Zeit nur mit Waren rum, ich Idiot. An der ersten Weggabelung direkt, dann schauen wir mal. Wo rennt eigentlich der Lovo Kopfgeldjäger rum? Ist der immer noch in den Minen am rumirren? Ah, Fran hat nichts an, Entschuldigung. So greift die auch nicht an. Okay, nun läuft es doch als Tank. Das ist ja nicht, ne? Aber egal, den jagen wir auch jetzt einfach mal. Na, noch ein Schlag. Und kaputt. Ich verstehe, wo der ist. Der ist da unten links. Ihr seht die Weggabelung. Ah, toll. Jetzt hat er beide Protest gegeben. Ah, wir haben Toxin. Ich hasse Toxine. Gegengift haben wir eh genug. Oh, shit. Da sollten wir uns doch mal besser wieder heilen. Fran hat einen Stufenaufstieg. Okay, super. Ah, die haben doch vorher nicht, vorher kein Gift ausgewählt, oder? Na, Portion. Und Angriff. Hallo, ich bin dein Gegner. Egal, jetzt ist er down, passt auch. Gegen Gift. Moment, hatte ich nicht irgendwas, das Gift auftippt, weil er hat ja eh nichts an. An Accessoires. Ach, kann er nicht tragen. Lizenz Nummer 5. Vielleicht kann ich ihm ja gleich die Lizenz Nummer 5 ausrüsten. Wo ist er denn da unten? Na, 3. Wahrscheinlich wird das hier irgendwo sein. Alles easy. Okay, jetzt können wir es immer ausrüsten. Dann wird er wenigstens nicht vergiftet. Fran hat zu wenig Leben.
generell, ich meine einfach, und bald hier natürlich auch, 356. Ich werde auf jeden Fall für den Kampf gegen den scheiß Drachen gleich, Wann wieder mit ins Boot holen müssen. Und drauf da. Ich Idiot, gehe eh falsch. Wir müssen den anderen Weg. Hatte ich ja eben schon. Hab nicht draus gelernt. So. Toll, dafür ist bald hier vergiftet. Und Fran hat wieder kein Leben. Tada. Okay, und noch eine Fledermaus, dann sind wir auch dann schon da. Achso, ist da jetzt nichts zum Speichern, ne? Ich frage mich, wenn ich die eben die ganze Zeit auf der Flucht gewählt hätte. Greifen die jetzt nicht an, während sie auf der Flucht sind? Ja, tun sie wirklich nicht. Achso, er greift schon automatisch den an. Kleine Heilung bringt gar nichts. Okay. Was? Dann soll die sich einmal selber heilen. Zack. Er soll sich auch einmal selber heilen. Und wir heilen uns auch selber. Gruppenheilung. Okay. Komische Riesenmonster. Oh, das geht voll schief. Ich frage mich, ob wir echt gegen den Drachen anstinken können. Wenn es ein Drache ist, ich vermute einfach anhand des Namens und des Bildes. Okay, wir sind gleich da. Erstmal Items. Dann gucken wir mal. Oh, da ist er doch. Kampfmitglieder wechseln. Tja, das kann was geben. Schauen wir mal, können wir den irgendwie anlocken? Weil er ist so eine doofe Fledermaus. Komm her. Komm mit, komm mit. Dass wir nicht noch mehr Gegner ranziehen.
vielleicht schnell die Fledermaus einfach wegballern, weil die nervt sonst die ganze Zeit. So, und jetzt den angreifen. Er soll sich eben schnell mal eine Portion geben. Nein, das war eine falsche Portion. Und wir greifen da an. Haben wir eine Fertigkeit? Ja, toll, erste Hilfe, tolle Fertigkeit. Ich glaube, wir müssen Wand einfach gleich eine Phönixfeder einmal reindrücken. Oh, nice. Eine Sache, die ich auf jeden Fall mal machen sollte, ist das Heilungsgambit von Bash wegnehmen. Denn das hat irgendwie keine Wirkung. Er sollte sich generell ums Tanken kümmern. Und auch das von Vran ist Unsinn. Okay, er ist eh down. Vran soll ihm eine Phönixfeder geben. Und Vran soll ihn mal kurz eben durchheilen. Ja. Und dann soll Vran einfach mal auch unseren Tank heilen. Wow. Aber wir haben es gleich geschafft. Geht doch noch. Auf Basch. Gleich ist down, gleich ist geschafft. Boah, der braucht definitiv bessere Rüstung. Boah, komm, kratz ab, du hast noch ein paar Leben. Was geht? Will das hier jetzt mal drauf gehen? Wir haben es geschafft. Super, Sieg über Nitek. Der Kampf war schon ein bisschen härter. Okay, jetzt gehen wir erstmal auf die Flucht. Und rennen einfach durch das Ding wieder zurück raus. Keine Zeit, Entschuldigung. Ich verstehe, auf der Flucht setzt die ganzen Gambits aus, generell. Hätte ich das mal vorher gewusst, hätte ich gar nicht die Gambits ausschalten müssen die ganze Zeit. Gut, dann können wir jetzt einfach wieder zum Ausgang hinlaufen. Scheiß auf die kleinen Gegner. Ja, ja, setz ruhig einen Knabbern ein. Ja, ja, ja. Tschö. Wir haben vier Fledermäuse am Arsch. Ich frage mich, ob die die ganze Map überverfolgen. Wir sind auf der Flucht. Tschö. Nein, nein, wir kämpfen nicht. Wir sind auf der Flucht. Seht ihr doch. Tschö. Und da ist wieder der Ausgang. Sehr gut. Wir haben es geschafft. Wir sind draußen. So gut wie. Schade, dass wir keinen Level-Up bekommen haben. Ich hätte da jetzt echt gerechnet. Das Vieh war ja echt übel. Oder bekommen wir die fetten EP draußen und zwar auf alle Charakter angerechnet? So, geschafft. Kleiner Abstecher.
So, du hast Nidec wirklich erledigt. Hurra, endlich kann in der Mine wieder gefördert werden. Hier, das ist der Dank der Arbeit. So. Und das kannst du auch behalten, als Andenken. Ei von Nidec. Wenn du es gut abkochst und fütterst, gibt es ordentlich Muckis. Futterst, Entschuldigung, fütterst. Schlangeneier erhalten. Okay. Nö, wir haben keine XP mehr bekommen. Schade.